Toospraerkjen. Sie nicht tefreden mit der Leiflöse Eie von Kelly Needham. Die Anspannung? Erstens, sei nicht negativ von dem Mann, te arm oder te ander von arm. Zweitens, sei den Mann irgends wort, wo dir und arm gefällt, und sei ander dort auch von arm. Und dann zwarsch, ich gehe meinen Leisten und hei ha verlangen um mich. Leut, Kapitel 7, Vers 11. Die Andacht, ein gutes sexuelles Verhältnis nimmt viel Arbeit. Dort passiert nicht bloß von selbst. Dann ist dort kein Wunder, dort viele Lied, Spannung und Weihefeile in der Schlupfstube fingen, in der Stadt Erfrischung und Fried. Gott hat die befriedete Einheit eingereicht, um ein Freude regelmäßig bewies seine von Leib. Dort sexuelle Leben ist Gott seine Idee, sein gutes Geschenk für unsere Ehe. Denn sie nicht zufrieden mit der leiblosen Ehe. Fang von der an zu beten, dass Gott jent wird bald helfen, eine Freude haben in dit Geschenk, und jent wiese wird, durch im Stich steht, dass jent dort nicht scheint. Negativ sein, jen an den Mann oder jen an selbst, merkt die Einheit dort. Fang an, für begeisterte Leib zu feten mit den Mann ermöglichen. Bewies mit Wied und wo du däst, dort du mögst hier mit arm taub sein. Dreh am nicht weich, wann hei die anchämt, aber bedank am Leiber, dort hei die antreichen fängt. Sei am, wo dir gefällt von arm aus Leibjewa. Sei dort in Einzelheiten. Und dann fährt von Leib durch negativen Gedanken rutschmiede je in die selbst, offert Ursicherheit erst wie in den Körper, deine Persönlichkeit oder irgendwo andert. Denk du an, dass die meisten Männer hand ein Verlangen nur Einheit mit ihrer Frau, und sein Verlangen erst nur die, vertrau in seine Leib. Und von einem von jünd, bist du vielleicht doller interessiert in Sex aus dem Mann, wo nicht möglich mit dieser Schwierige Leu. Weit dort Gott deine Leu sieht und wo drum jagt. Sieg am Verweisheit und Einigkeit ab dieser Stadt und sieg ne andere Weg zum Dicht ansehnen und am sich anschieren. Du gehst her Herrchen und nehm dort nicht her persönlich. Dort wird immer han nicht über Nacht ändern. Aber hüll an mit den Mann ermöglichen und bet jeden Tag für ihn. Du hast immer Hoffnung für dich, was in Gott vertraut. Ans Gebet, Herr Jesus, in dem, wo ich bei dir gestrochelt habe, ich will nicht zufrieden sein mit einer leiflosen Ehe. Merk mich frei von unrechten Denken und heil mich von vergangenen Sünden und Schande. Lud in mir ein gerötet Verlangen nach mein Mond wosse, in der Gewissheit am Arm ankomme und dort annehme, wann er mich ankommt. Gib mir Weisheit und wo ich am ermöglichen kann, ab dieser Stadt und gib mir Hort Mut. Eine Geschichte von Präsen. Ich fange diese Anspannung an mit Vertrieblung. Und nun kann ich mit Wahrheit sagen, dass mein Mann und ich dort erfahren, dort wie wahre Freunde sind, in Leibhand und Respekt einer für den anderen. Uns geht dort so gut schein. In ein sexuelles Leben taub ist viel besser geworden, sind, was ich doch niemals in meiner Lebenszeit verbessert würde. Diese Anspannung ist bloß nachweilig ein Beispiel, dort wann ich wahrlich war, dort Gott mein Hort und Leben wechseln. Zum Nachdenken und Anwenden. Erstens, wo kannst du von dir deinen Mann als ein Leibgeber bestätigen? Zweitens, was für Gedanken muss das stimmen nicht mit der Wahrheit ab dieser Stadt in dein Leben? Und drittens, ab was für Weich kannst du von dir wertvolle Zeit mit deinem Mann pflegen? Und zum Deibagone, wenn du Ferke deinen Mann aufwiesen lässt, wann er will Sex haben, frag Gott, dort hei die Wiese wird, warum du dort des. Erst wenn's deine Arbeit angewandt hätten, weil du mit der Tänge am jest, nicht wahrlich seine Tempted nehmen,
tam Taubsenne, dieses vielleicht der Trachstalle mit den Mohn für irgends Mütlösigkeit oder dieses der Trachstalle mit den Mohn für irgends Mütlösigkeit oder Aufschübe, wo du am Ongedone hast. Sieg ein Weich, den Mohn von der zu wiese, dass du ein Verlangen hast nur am. Vielleicht mit ein romantischer Zadel schriebe oder mit ein langen Kuss, wann heine Hüstchamt. Je wurde Bett stolpern, wann je der Stolper nehme, nur ne Eier voll Leib. Dann nehm die für, du wirst genug geben für Fehler und Stolpern.